Hallöchen und herzlich willkommen zur ersten Folge Minecraft Natur. Es ist eine Art Life in the Woods 2.0. Es legt sehr viel Wert auf die Natur, auf das Erkunden. Es hat sehr viele Möglichkeiten, was das Essen anbelangt, was das Bauen anbelangt, was... Naja, und es bietet einfach unheimlich viele Möglichkeiten. Wir sehen ja schon, die Welt sieht einfach wunderschön aus. Der Weltgenerator ist auch ein komplett anderer. Es werden ganz viele Strukturen generiert, wie hier zum Beispiel dieses wunderhübsche Skelett von irgendeinem Urzeit-Dino oder so. Aber irgendwo sind hier Vögel, die nerven. Auf jeden Fall habe ich auch schon 40, 50 verschiedene Biome gesehen. Also es gibt sehr, sehr viel zu entdecken, sehr, sehr viel zu machen. Auch sowas hier zum Beispiel. Holla, die Waldfee darauf. Das sieht einfach schon sehr, sehr schick aus. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal in die Natur. Schauen, was wir so finden. Auch die Villager-Dörfer sind überarbeitet. Vieles ist überarbeitet. Vieles ist anders. Das Essen ist anders. Sag mal, ich glaube, es geht los. Das Essen ist anders. Die Bäume sind jetzt rund, das war bei Life in the Woods auch schon so. Es fallen Blätter von den Bäumen, also es ist alles wunderhübsch und bietet uns einfach unzählig viele Möglichkeiten. Und ich denke mal, wir fangen einfach mal an und schauen mal, was uns diese Welt jetzt bietet. Auf jeden Fall bringt sie im Vergleich zum Aquatic-Update einfach viel mehr Möglichkeiten mit, was man so tun und lassen kann. Bei dem Aquatic-Let's Play habe ich ja schon erklärt, dass mir da einfach so gerade in den letzten Folgen ist mir schon so ein bisschen die Motivation flöten gegangen. So in den letzten 10 Folgen etwa. Weil einfach alles hatte so ein bisschen was, ja, wir können hier noch ein bisschen was machen und da noch ein bisschen was machen. Und da waren ja auch noch Pläne, aber die waren halt leider, die hatten keine Motivation auf lange Zeit. Und hier möchte ich einfach, ja, ich möchte einfach gemeinsam ein bisschen was Schöneres schaffen und vor allem mehr Abwechslung schaffen. Und da wir das jetzt können, sollten wir das auch genießen. Und Woody Woodpecker ist auch noch irgendwo unterwegs. So, wir haben schon mal einen Setzling. Wenn wir den jetzt mal so fallen lassen, würde der irgendwann gepflanzt werden automatisch. Also, das ist so, die sind nicht verloren, ne? Damit man nicht irgendwie vergisst, das aufholzen oder so. Wir sehen auch hier Factions und Quests. Die können wir auch noch machen. Was mache ich denn hier überhaupt? So, wir brauchen erstmal Holz. Jeep, 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 jeep. Ganz lustiger Soundeffekt eigentlich. So. Wobei ich glaube, wenn man viele Sachen craftet, könnte der schon nerven. Wir haben hier, das ist too many items. Ich glaube, das kennen sehr viele. Also hier kann man sehr viel gucken. Wenn man jetzt irgendwas braucht. Wir sehen schon hier 67 Seiten, ne? Also wir haben unheimlich viele Sachen, die wir machen können. Und ich denke, es sind viele. Oh mein Gott. Okay, gut. Ja. in diesem Mod-Umfang habe ich selber Minecraft noch nicht gespielt. Das heißt, ich werde ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen sein und ein bisschen auch, denke ich mal, selber entdecken. Da müssen wir mal gucken, wie wir da vorwärts kommen. Ich habe keine Ahnung. Aber wir wissen ja. Chip, 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 chip. Der Soundeffekt kann wirklich, glaube ich, nerven. So, machen wir erstmal ein Schwert. Das Schwert macht 1,4 Schaden und hat 4 Herzen. Ist mir auch neu, dass Schwerter Herzen haben, aber gut. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Axt, damit das Ganze ein bisschen schneller geht hier. Und wir brauchen noch eine Spitzhacke, das wissen wir ja auch. So. Dann haben wir doch schon mal das grobe Equip gemacht. Das größte Problem wird am Anfang erstmal die Ernährung sein. Warte, wir nehmen die mal mit. Upp. Wird die Ernährung sein, weil es gibt, jetzt sieht man unten schon, auch Keulen mit goldener Umrandung. Dafür braucht man aber unterschiedliche Ernährung, also nicht einfach immer weiter Brot futtern oder so. Das würde hier zu einem Leistungsverlust führen. Und deswegen müssen wir einfach mal gucken, wie wir das machen. Wir können auch ganz viel machen, also Schokolade, Cheeseburger, keine Ahnung. Vogel. Er hat überlebt.
Mal gucken, ob der was droppt. Oh, yeah, was droppt der denn? Ah, rohes Vogelfleisch. Das ist ja auch cool. Guck mal hier. Hört man's? Das ist nämlich ein Bienenstock. Da kann man auch Honig rausmachen. Ach, es gibt ja ganz viele Sachen. Ich denke, die, einige von euch werden auch vieles schon kennen. Oh, Schafe! Schafe, die wollte ich suchen. Einige von euch werden auch schon vieles kennen, was ich halt nicht kenne. Aber, tut mir leid, Schaf. Ich brauche aber leider deine Wolle. Ich brauche ein Bett. So, eine Wolle. Noch eine Wolle. Wer schnauft mich denn hier an? Das hat sich sehr merkwürdig angehört, aber okay. So, wir brauchen noch eine Wolle für das Bett. So, die restlichen Schafe, die lassen wir mal am Leben. Hm. Was ist das denn hier eigentlich? Sieht aus wie Ananas oder so, ne? Was ist denn hier los? Ich glaube, das sind noch so Partikel, die verschwinden. Ich habe keinen... Oh, es wird schon dunkel. Oh! Hm. Das sind irgendwie Beerenbüsche, ne? Kann man die... Yeah, wir haben Wildbeeren! Und kann ich das auch so... Nee. Wenn ich es kaputt mache... Ach du Kacke. Ginger, Eggplant und Kiwi. Okay, Kiwi ist ja auch cool. Da müssen wir mal gucken, was wir draus machen können. Wir haben nämlich den wunderbaren Vorteil... erstmal ein Facecam. Wir haben den wunderbaren Vorteil mit diesem Too Many Items hier, dass man hier einfach gucken kann. Wir können mal zum Beispiel Kiwi eintippen. Kiwi hier. Dann sehen wir Kiwi. Na, und... man kann zum Beispiel mit einer Bottle Olivenöl und einer Kiwi kann man irgendwie hier eine geölte Kiwi machen. Oder man kann hier Kiwi-Saft machen. Für Kiwi-Saft brauchen wir einen Juicer und zwei Kiwis. Und wenn wir jetzt auf den Juicer klicken, dann sehen wir brauchen einen Stein und eine Druckplatte. Mhm. Ist sehr, sehr schön. Gibt es natürlich in der Windows 10 Edition schon so. Boah, ist ganz schön dunkel hier, ne? Was mache ich denn jetzt? Ich habe noch keine Kohle und nix, aber wir können schon mal ein Bettchen bauen. Ich würde gerne schon vorne am Wasser bleiben irgendwie. Jetzt nicht hier hinten bei dem Bären. Kann ich die so... Ne, die kann ich noch nicht mampfen, okay. Oder wir sind noch nicht hungrig genug, keine Ahnung. Ich jogge mal nicht so viel, weil nachher kriegen wir diese zweite Essensleiste nicht voll. Und dann haben wir vielleicht ein Problem. Dieses Skelett ist schon geil, ne? Das könnte man schon ein bisschen einbauen. Da ist schon eine Spinne. Mhm. Okay, die erste Nacht sollten wir, glaube ich, uns in eine Safety-Ecke nehmen. Warte, können wir einmal hier. So, dann kann man hier so runter. Und hier machen wir jetzt einfach mal so ein Loch in die Wand. Ich weiß, es ist gerade sehr dunkel, aber es ist halt die erste Nacht in Minecraft, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Wir haben leider keine Kohle. Wir könnten ja, Dingens, wir könnten ja Holzkohle verfeuern, ne? Uiuiui, jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt. Okay, egal. Weil ich möchte, die Folgenlänge möchte ich schon so lassen, wie sie war. Immer so bei 15 bis 20 Minuten. So, jetzt hat man einen anderen Sound, ne? Als eben, okay. Yay. So, liegt das vielleicht daran, worauf das steht? Was ist das hier überhaupt für ein Block? Ist das jetzt Quarz oder... Keine Ahnung. So, pass auf, wir machen mal schnell... Wooden Stake, okay. So. Andersrum wäre vielleicht cooler gewesen, damit das nicht direkt so am Bett klebt. Aber... ups. So. Ja, hier habt ihr schon gesehen, guck mal, die Türen. Die gehen auch super smooth auf und zu. Also voll fancy und so. Sind aber ganz schön laut. Okay. Ah, schlafen wir erstmal. Advancement made. Sweet dream. Ich habe das noch gar nicht auf Deutsch gestellt, ne? Ich kann das noch auf Deutsch stellen. Mach ich vielleicht in der nächsten Folge. Gucken wir mal. Hier sind... Das ist eine Geräuschkulisse. Mal gucken.
Ja, wir müssen erstmal gerade gucken wegen Essen. Vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen Stein besorgen. Guck mal, da hinten sind ja so Hügel, damit wir mal einen Ofen machen können, ne? Und vielleicht so ein bisschen Holz einschmelzen. Oh, cool. Guck mal hier. Das ist ja cool. Da hätte ich auch ein Haus reinmachen können. Toll, Lars. Nein, nein, nein. Geh weg. Ich mag dich jetzt schon nicht. Geh weg. Never ending story. Das ist so eine Hassliebe. Wow, kommt der angerannt. Ruhe. 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 Oh, alter Schwede, das Schwert macht so gar keinen Schaden. Okay, aber hier war schon Kohle. Guck mal. Das ist schon mal gut. Dann können wir die Kohle schon mal mitnehmen. So. Und hier auch. Also, was ich richtig cool finde und auch schon festgestellt habe, ist, dass es jetzt in so Hohlräumen, in großen Hohlräumen, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Haus baust mit einer riesen Eingangshalle, dann hallt das auch da drinnen. Und wenn man das dann wirklich zustellt, also wirklich zubaut, richtig, richtig knackevoll, dann hallt es nicht mehr. Also finde ich sehr, sehr cool und sehr, sehr realistisch vor allem. So, gib mir mal die Kohlen. Und diesmal werden wir sofort eine Ordnung halten im Lager. Das muss sein. Sonst werde ich verrückt. Ich meine, wir haben hier jetzt 100.000 Items mehr als vorher, aber trotzdem müssen wir irgendwie Ordnung halten. Sag mal, wie viel Kohle ist denn da? Aber gut, können wir gleich mitholen. So, das machen wir auch noch ab. Wir brauchen eh noch einen Ofen. Ist schon ein bisschen dunkel, ne? Aber gut. Ist ja auch so in der Höhle ohne Fackel. Ups. So, das noch ab und das noch ab. Und deswegen bin ich echt gespannt, was in dieser Welt die Zukunft so bringt. Einfach weil sie ganz viele Ambient-Sachen, ne, also so Umgebungssachen bringt. Zum Beispiel dieser Hall in Räumen, die halt wirklich. Oh, wir haben 8 Stück. Reicht das? 3, 6, 8. Reicht für einen Ofen, ne? Oder brauchen wir 9? Nee. Nehmen wir noch einen mit. Dann gehen wir mal wieder Richtung unserer komischen kleinen Mini-Heimat. Die wir jetzt auch erstmal behalten werden, bis wir dann anfangen, hier wirklich anzusetzen. Wo war die hier, ne? Ja, genau hier. Da, guck mal, wir brauchen auch schon was zu essen. Also, es wird echt. Das geht schon schnell, ne? So. Zup. Ofen, yeah. Auf den knallen wir mal dahin. Ah, da müssen wir mal gucken. Wir könnten auf jeden Fall schon mal. Eine Kohle reicht für 8 Sachen, ne? Pass auf, dann tun wir. Was stand da dran? Bringt ein Fleisch und ein halbes Dingens. Okay. Was auch immer dieses halbe Dingens ist, ich habe keine Ahnung. So, während das brutzelt, machen wir uns gerade mal ein paar Fackeln. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr Cobblestone mitnehmen sollen, ne? Wegen. Wow, wie schnell geht das Orangen jetzt runter? Ach so, weil wir Leben regenerieren, ne? Wir müssen gerade abwarten, bis das fertig gebrutzelt ist. Und dann müssen wir das noch da reintun, damit wir nicht hier die Kohleflamme verjubeln, so gesehen. Aber Ginger, was kann ich denn da? Was kann ich denn mit Eggplant machen? Warte mal, der ist ja noch dran, ne? Gucken wir gerade mal. Eggplant. Okay. Keine Ahnung. So, jetzt muss das noch da rein. Das können wir nämlich auch nochmal schnell brutzeln. Da weiß ich gar nicht, ob ich die Beeren kochen kann oder sowas. Oder ob ich die für was anderes brauche. Ich habe keine Ahnung. So, nehmen wir das mal raus. Kann ich wieder. Aber passiert nichts. Okay, sag mal, war da gerade ein Erdrutsch draußen? Oder was ist denn hier? Okay, Ofen. Wir lassen dich mal. Und wir hängen mal hier eine Fackel rein. Komm, so. In diesem kleinen, beschaulichen Hütchen da auch mal was sehen. Warte mal, wir könnten vielleicht. Nee, das sollen so kleine Blumen auf dem Boden sein, ne? Aber ich glaube, die haben ein kleines Problem mit den Shader. Müssen wir mal gucken. Oder das noch. Ach, das sind unsere Fußspuren. Okay, das ist ja cool. Also hier machen wir keine, klar, Stein. Da machen wir keine. Hallo Vogel. Nein, ich töte ihn jetzt nicht. Der arme Vogel, der kann. Was liegt denn da? Was war das denn? Ein Kardinalei? 10% Chance auf Spawn. Muss ich das wegwerfen? Okay.
Das ist schon mal cool. So, wir brauchen 3, 6, 8 Stück, ne? Erstmal. So, wie viel haben wir? No, ja, 9, okay. Ich habe keine Ahnung, muss ich das werfen oder? Also. Offensichtlich ja, wie Hühnereier, aber kam nichts raus. So. Dann machen wir erstmal. Es ist lustig, dass man immer andere Sounds hat. Am Anfang dachte ich so, wenn man immer denselben Sound hat, ist ja doof und so. Aber hat man ja gar nicht. Von daher ist das vollkommen in Ordnung. So, aber diesmal werden die Holzressourcen erst aufgebraucht. Könnt die auch verfeuern im Ofen, aber ich meine, dafür können wir sie natürlich auch nutzen. So, Steinschwert. Sehr schön. Wir könnten eigentlich mal gerade gucken. Armor? Nee, das sind Armor Stands. Ich hätte gerne sowas wie Chest. Gibt es hier jetzt auch andere? Guck mal hier so. Bone Chest Plate. Salamander Hide Chest Plate. Salamander. Okay. Bringt nicht so viel wie Eisen, ist aber okay. Vielleicht haben wir hier auch irgendwie Chest Plate. Wir nehmen mal Lag. Finden wir bei Lags noch? Was ist das denn hier? Hardened Leather. Ah, cool. Gehärtetes Leder. Hier auch Knochen. Wie mache ich das denn? Witherbone? Ernsthaft? Achso, hier gibt es eine Witherbone. Hier kannst du verschiedene Salamander nehmen. Orange, eine schwarze. Ah, okay, das sind die beiden. Was ist das hier? Gekochte Froschbeine? Ih! Wer ist denn sowas? Also die geölten Sachen kann man dann offensichtlich in den Ofen tun. Okay, gut zu wissen. Muss man ja mal sagen. Komm mal her. Danke. Ich bin ganz ehrlich, diese Tierwelt macht mich ein bisschen paranoid, ne? So, jetzt gucken wir mal. Irgendwie ist das voll lustig hier drinnen, ne? Echt so ein kleines Underground-Häuschen draus machen, aber nee, wir lassen das erstmal einfach so, wie es ist und gucken jetzt erstmal, ob wir hier so ein bisschen Sachen finden, die wir noch nicht kennen. Hier, was ist das zum Beispiel? Wahrscheinlich einfach eine Blume. Das wahrscheinlich auch. Aber kann ich zum Beispiel den Bienenstock irgendwie mitnehmen? Oder ich habe auch gesehen, es ist ein Vogelnest da oben in den Bäumen. Wenn ich die Fackel in die Hand nehme, leuchtet das, ne? Ja, Dynamic Lightning. Sehr schön. Wenn auch was sieht, damit man auch was sieht. So, was ist das hier zum Beispiel? Okay, warte mal. Hast du gehört? Mega cool. Guck mal. Was ist das? Green Slate. Okay. Haben wir hier aber auch ein bisschen Eisen? Das wäre ganz schön. Kohle nochmal, das ist auch gut. Ah ja, schade, kein Eisen. Aber gut, wir nehmen ja die Kohle noch. Erst werden die Holzsachen aufgebraucht. Wir müssen ja auch ein bisschen ökologisch denken, ne? Es ist Minecraft Natur, also müssen wir auch ein bisschen ökologisch denken und können nicht einfach wahllos die Natur ausbeuten. Die Natur wird eh irgendwann gewinnen. Irgendwann verlieren wir gegen die Natur und dann haben wir mal voll verkackt. So. Aber das ist normal. Das passiert schon seit Millionen von Jahren. Die Dinos auch passiert, ne? Da gab es dann irgendwann eine Mega-Überpopulation und die wird dann natürlich reguliert. Gut. Vielleicht hätten die Dinos noch ein bisschen länger überlebt, gäbe es keinen Meteoriten, aber dann wäre irgendein Virus gekommen, irgendeine Erkrankung, irgendwas hätte die Dinos dahin gerafft, weil es einfach zu viele geworden sind. Ja, jetzt dürfen wir die neue spitze Hacke nehmen. Sehr schön. Gleich mal eine ganze Ecke schneller hier. So. Hier nochmal. Dann haben wir doch schon mal genug Kohle. Das ist schon mal schön. Ja gut, das Schwert natürlich zu nehmen ist jetzt nicht unbedingt die schlauste Wahl. Oh, noch mehr Kohle. Sehr
schön. Ich muss mal, vielleicht muss ich das Pack mal auf Deutsch stellen, damit wir hier, also die nicht das nicht die Mods oder so einzeln, sondern Minecraft einfach. Ich weiß nicht, ob die Mods alle übersetzt sind. Werden wir dann sehen. Aber ist sie auch nicht so wild. Ich meine, Minecraft ist jetzt nicht der das High-Quality-Level, was jetzt die englische Sprache anbelangt. Ist auch gut. Oh, guck mal. Sehr schön. Sieht sehr, sehr cool aus. Glühwürmchen! Yeah, es gibt Glühwürmchen! Yay, Glühwürmchen! Wow, einfach wow. Kannst du sagen, was du willst? Einfach wow. Es sieht so gut aus. Okay, pass auf. Auch mal wieder Schatten so über das Skelett zieht. Es ist einfach abartig. Geilomatico. Da ist schon eine Spinne, die wartet schon auf unserem... Nee, eine Blume. Ups. Lars, besorg dir mal eine Scheißhausbrille. Damit kannst du jeden Mist sehen. Ja, danke. Begonia Eromisha. Okay. Rock Speedwell. Das klingt irgendwie nach so einem Künstlernamen. Rock Speedwell. Aber okay. Kohle haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal genug. Wir können schon mal ein bisschen den Ofen füttern. Ja, machen wir mal so. Und wir können auch noch ein paar Fackeln machen. Und. Ja, warte, da brauchen wir ein bisschen mehr. So. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal genug Fackeln. Dann können wir nämlich um unser Haus rum auch schon mal ausleuchten hier, um das Bütchen, damit wir ein bisschen unsere Ruhe haben. Weil das hier schützt uns nicht sehr, ne? Wenn ein Zombie hier vorbeilatscht und sieht, dass wir hier liegen, dann haben wir ein Problem. Weil der tritt die Tür ein. Auch wenn die so geschmeidig ist. Gut. Ich würde sagen, wir machen für die erste Folge machen wir hier Schluss. Und, ja, ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt, ob es Mods gibt, die ihr schon kennt oder nicht. Ich bin gespannt, wie das mit dem Sound ist, weil es ist unheimlich schwierig, alles unter einen Hut zu kriegen. Aber ich denke, wir werden hier sehr viel Spaß haben, wir werden hier sehr viel erleben, sehr viel machen. Und ich hoffe, ihr seht das genauso wie ich. Vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und ciao mit V.